agora! Tá valendo de novo! Du kannst es noch. War doch klar. Bist du bei dem Schusswettbewerb gleich dabei, oder nicht? Ja. Hey, und wie sieht's mit dir aus? Gleich geht's um Ballkontrolle. Ja, klar doch, danke, Mann. Sensationell. Ja, Kotaro hat wohl einen neuen Freund. Ob er will oder nicht. Ich bin dran. Bis gleich. Oh Mann, Pfeffer. Hey! Alles klar? Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Oh Mann. Ja. Super. Das war der Wahnsinn. Oh, Beatrice! Ricardo! Wie geht's? Fantastisch. Du überraschst mich immer wieder. Beatrice Villanova. Oh, Bea! Wir haben miteinander telefoniert. Sie, genau. Sie hat mir bei der heutigen Teamauswahl geholfen. Amüsierst du dich auch? Ja, natürlich. Es ist großartig. Gleich bist du dran. So sieht's wohl aus. Viel Erfolg. Danke. Bitte schön. Dann wollen wir mal. Ja. A bola vai rolar daqui a pouquinho. E eu quero ouvir muito apoio. Eu quero ouvir muito barulho. Eu quero ouvir todo mundo animando os semifinalistas. Oh, it's time for the choking.
Großartig. Kann gern so weitergehen. Ja, aber wart mal den Muskelkater morgen ab. Hey! Gerade eben ist was Unfassbares passiert. Ja, wir haben's gesehen. Du hast gegen eine absolute Legende gespielt. Ja, und Kaká hat ein Team zusammengestellt. Sie spielen in einem Turnier in Dubai, die absolute Elite und Top-Preise. Und er will mich als seinen Kapitän. Machst du etwa Witze? Nein, er meint es ernst. Das ist unglaublich, Mann. Gut gemacht. Ja, Wahnsinn. Ja, echt cool. Jeder von euch hätte es verdient. Ein Spiel haben wir noch vor uns. Bist du bereit? Dann los!
Essa é a decisão! Essa é a grande final! Eu quero ouvir muito barulho da galera porque os times merecem! Essa é o Mind Mind. Boss time. Hier ein Tor gemacht. Ja? Hab ich vergessen, ne? Heute Abend? Ah, nein, ich gehe mit Kaka und seinen Leuten heute Abend was essen. Sorry, Superstar. Das ist deine große Chance. Wir schauen uns den Livestream an. Übertreib's heute Abend nicht. Da waren's nur noch 5. Ab jetzt wird's nicht einfach. Ich hätt's auch verdient. Nee, ich hätt's verdient. Ich denke, ihr hättet es alle verdient. Wer? Wegen Kaka und Kotaro. Ihr müsst mir glauben, damit hatte ich nichts zu tun. Wow, Moment. Was willst du damit sagen? Dubai. Vielleicht dürft ihr ja alle hin. Kannst du das arrangieren? Nicht ganz so schnell. Wie ich bereits sagte, ist das nicht meine Welt. Aber ich kenne ein paar Leute, die eingeladen sind. Wen denn? Lisa Freestyle, Izzy Hitman, Ed Van Hills. Wenn ihr die besiegt, bekommt ihr sicher auch eine Einladung. Ja, das wäre natürlich fantastisch. Aber wie sollen wir es uns leisten, um die Welt zu fliegen und die herauszufordern? Das wird nicht leicht. Ich würde euch die Flüge spendieren. Warum solltest du? In meinem Beruf dreht sich alles nur um den richtigen Blickwinkel oder den perfekten Deal. Aber das hier ist Fußball. Das macht Spaß, wisst ihr? Wenn ihr Dubai packt, revanchiert ihr euch einfach. Okay. Und jetzt? Trainiert hart und gewinnt Spiele. Zeigt, dass ihr da spielen müsst. Ich buche eure Flüge. Danke sehr. Bedankt euch später. Ich glaube, ich melde mich krank.
Hi, hoffentlich seid ihr gut heimgekommen. Ich habe gerade mit Lisa gesprochen und stell dir vor, sie ist bereit für ein Spiel. Außerdem habe ich euch weitere Spiele in Sydney und auch in Mailand besorgt. Wenn ihr beide gewinnt, habt ihr eine reelle Chance auf eine Einladung nach Dubai. Ich drück euch sowas von die Daumen. Ciao. Mailand. Wissen? Wir hatten doch telefoniert. Bea hat das arrangiert. Wegen des Spiels. Welches Spiel? Hey, ich mach doch nur Spaß. Was meinst du, warum wir hier sind? Witzig. Ihr sorgt ganz schön für Furore. Nicht nur bei Bea, selbst Kaka hat mich vor euch gewarnt. Wirklich? Hat er das? Kaka redet über mich? Nein, über mich natürlich. Wir freuen uns auf euch. Und auf ein gutes Spiel. Braucht ihr ein Warm-up? Keine Eile. Danke. Das ist echt ein gutes Team. Izzy ist ein Techniker, aber sein Team hat vor allem Power. Also lasst den Ball laufen und verzichtet auf Zweikämpfe. Braucht ihr ein Warm-up oder los? Entscheide du. Senorita, I go my life, send us a movie down. Bad boys like you.